Schwäbische Alb, 200 Kilometer lang, 40 Kilometer breit, zieht sich mitten durch das Württemberger Land. Vom Dreifaltigkeitsberg in nordöstliche Richtung bis zum Ipf. In allen deutschen Landen möge wohl Herrlicheres nicht zu finden sein, als dies Gebirg zur Sommerszeit und diese weite, gesegnete Gegend. So sah Eduard Mörike die Schwäbische Alb, diese stille Landschaft und ihre schlichte Schönheit. Symbol dieser ursprünglichen Natur ist die Silberdistel. Dass es das noch gibt in unseren Tagen, Einsamkeit und Stille und das Fernsein von Trubel und Hast. Die Bergkette der Alb ist eines der Reststücke aus den Ablagerungen des Jurameeres. Und die steinernen Jungfrauen im Eselsburger Tal sind, neben zahllosen anderen, Zeugen ja Millionen dauernden erdgeschichtlichen Geschehens. Doch in der Höhle, wo die Kraft des Erdgeists rätselhafte Formen schafft, am Fackellicht der Fantasie entzündet. Ulands Worte und die Vision einer labyrinthischen Unterwelt in den Tropfsteinhöhlen der Schwäbischen Alb. Bärenhöhle und Nebelhöhle und die Wimsener Höhle bei Zwiefalten mit den kristallklaren Wassern der Ach. Über 70 Höhlen auf der Alb wurden bisher erforscht und sicher gibt es noch hunderte nicht entdeckte. Unergründlich scheinend zwischen grünen Buchenwäldern und dem Grau der Jurafelsen, 23 Meter tief, der Blautopf bei Blaubeuren. Sehr herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschreiben. Aus dem Zauber dieser Stimmung schuf Eduard Mörike das Märchen von der schönen Lau. Das Tal der jungen Donau. In vielen Millionen Jahren hat sich der Fluss einen Weg durch die Berge der Alb gegraben. Unterhalb der Burganlagen und Jagdschlösser aus dem Mittelalter, Wehrenwag und Bronnen, Hausen und Wildenstein, begleiten die Züge der Deutschen Bundesbahn den Lauf des Flusses parallel der wunderbaren Straße. Besonders reizvoll zwischen Tuttlingen und Sigmaringen. Überhaupt sind die Straßen in der Alb und das Motorwandern im ganzen Gebiet ein Genuss. So oder auch so. Sie können es haben, wie Sie wollen. Sie können rasen oder bummeln. Aber wenn wir Ihnen raten dürfen, lassen Sie sich Zeit. Sie wissen ja, nur Verrückte haben es eilig. Und zumal im Urlaub. Genießen Sie die neu geschaffene Schwäbische Albstraße als Ferienstraße, als Straße der Erholung. Trennen Sie sich mal ausnahmsweise von Ihrem Auto. Dafür gibt es hier ja die schönen Parkplätze. Und wenn es nur für ein halbes Stündchen wäre, dann werden Sie spüren, was es heißt, eine Landschaft erleben. Die Heiterkeit des Herzens wieder zu gewinnen. Und vielleicht können Sie sich aufraffen und hier mittun. Sie glauben gar nicht, wie erholsam das ist.
Dies ist ein ideales Wanderland. Und einmal richtig ausspannen, tut so gut. Wasser wandern, in solche Umgebung. Das Benediktinerkloster Beuron. Und ein wenig weiter donauabwärts Schloss Sigmaringen. Vergangenheit und Gegenwart zusammenklingend in der alten Zollernresidenz. Burkhohen Zollern bei Hechingen. Ein Hauch großer Geschichte weht um die Stammburg berühmter deutscher Kaiser und Könige. In der Kapelle ruht der Sarg Friedrichs des Großen. Und die preußische Königskrone wird hier als kostbarer Schatz aufbewahrt. Aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts das Zollernschlösschen in Balingen. Zu allen Zeiten ist die Alb untrennbar mit der deutschen Geschichte verknüpft gewesen. Im Zentrum der Ostalb die drei Kaiserberge. Stufen, Rechberg und Hohenstaufen. Hier war der Sitz des mächtigsten deutschen Kaisergeschlechts, das im hohen Mittelalter die Geschicke des Abendlandes bestimmte. Der Hohen Neufen, größte Burgruine der Alb. Da seid ihr alle wieder aufgerichtet, besonnte Felsen, alte Wolkenstühle. Auf Wäldern schwer, wo kaum der Mittag lichtet, und Schatten mischt mit balsamreicher Schwüle. Die schwäbischen Dichter haben es sich angelegen sein lassen, ihre Heimat zu besingen. Im Herzen des Landes um Liechtenstein und Teck, das Freibad unterhalb der Ruine Hohen Urach. Von Jugendherbergen durchzieht die Alp. Von ihnen aus kann sie leicht erwandert werden. Das Land und die idyllischen Städtchen. Urach und Schorndorf, die Geburtsstadt Gottlieb Daimlers. Kirchheim unter Teck. Ist der durch die Volkssage berühmte Spion. Er hält noch immer Ausschau nach dem Feind. Der alte Bau in Geislingen und das Ulmer Rathaus, in dem Bauelemente der Spätgotik und der Renaissance verbunden sind. Meter hoch, der Turm des Ulmer Münsters, der höchste Kirchturm der Welt. Aus der Alb am Neckar, Rottenburg, die Bischofsstadt. Und Tübingen, die Universitätsstadt. Hier Student sein, heißt ein unvergessliches Jugenderlebnis in sich aufnehmen, heißt Arbeit und Frohsinn auf einen Nenner bringen. Des Landes sind zurecht geschaffen für unbeschwerte, beschauliche Ferientage. Hier können Sie zelten, spielen, rudern, schwimmen, angeln. Hier können Sie Ihren Urlaub so richtig genießen. Sommersonnentage auf dem Neckar bei Nürtingen. Ein Ausflug auf den Lochenstein inmitten der Balinger Berge. Oder auf den Wittow bei Tuttlingen. Unvergesslicher Blick zum Bodensee und in den Hegau. Eine Besichtigung der Wehrkirche in Genkingen. Der Besuch des Felsenstädtchens Haigerloch.
Nur ein paar Anregungen, was man als Ferienreisender so unternehmen könnte. Aber auch dem Kurgast bieten sich vielerlei Möglichkeiten. Ganz in der Nähe Bad Imnau. Bad Sebastiansweiler, als Schwefelheilbad seit Jahrhunderten bekannt. Die Heinrichsquelle in Nürtingen, kürzlich erst erbohrt. Bad Boll und sein Kurhaus, seit 1595. Bad Überkingen, Bad Ditzenbach. Die Kur schenkt neue Lebensjahre. Und immer wieder die Freibäder. Markwasen bei Reutlingen, vor der Kulisse der Alpberge. Ein großzügiges Sport- und Freizeitgelände. Ebenso modern die neuen Stadtviertel Reutlingens. Und von der alten Stadt blieben erhalten die vielen schönen Brunnen, Tore und Fachwerkhäuser. Neben mancherlei kunsthistorischen Kleinodien, Stätten gepflegter Gastronomie. Die Stadthalle in Göppingen, der Stadt am Fuß des Hohen Staufen. Geislingen an der Steige, im Schnittpunkt von 5 Albtälern. Schienenweg und Autostraße von Stuttgart nach München führen aus dem Tal der Vils steil heraus auf die Hochfläche der Alb. Umgeben von Weinbergen, Obstgärten und Wäldern, mit unversehrtem mittelalterlichem Stadtbild, Esslingen am Neckar. Schwäbisch Gmünd. Hier steht die früheste gotische Hallenkirche Schwabens. Ein Werk der Baumeisterfamilie Parler, die schwäbischen Kunstsinn weit um ins Alte Reich getragen hat. Und 100 Schritte entfernt die Johanniskirche, im lombardischen Stil der Stauferzeit. Und noch ein Zeuge mittelalterlicher Baukunst, die Zisterzienserabtei Bebenhausen. Über dem Remstal Kloster Lorch. Und auf dem Herzfeld die Kirche der Benediktinerabtei Neresheim. Das letzte Werk Balthasar Neumanns. Großartiger Abschluss der europäischen Barockbaukunst. Ihr Gegenstück, das Münster in Zwiefalten. Droben steht die Kapelle, schaut still ins Tal hinab. Das württembergische Haupt- und Landgestüt Marbach an der Lauter. Die Heimat edler Vollblut-Araber. Tiere reinste Abkunft von klassischer Schönheit. Auch so könnten Sie Ihre Ferien verbringen. Was halten Sie davon? Reiten in den Wäldern der Ostalb. Oder lockt das Wasser doch noch näher? Nun, das Heidenheimer Waldbad ist auch etwas ganz Besonderes und eines der schönsten ganz gewiss. ...70 Meter über Heidenheim und dem Tal der Brenz, Schloss Hellenstein. Die Alb und Schloss Lichtenstein sind untrennbare Begriffe. Die Schlossruine Flochberg bei Bopfingen. Der Ipf mit Resten einer vorgeschichtlichen Burg. Der Hohenrechberg. Und weit umher, in milder Sonne Glanz, ein grünend fruchtbar Land. Silberne Schwingen über den Bergen der Alb. Von Hornberg aus, vom Klippeneck und von der Hahnweide. Wir gleiten noch einmal über Täler und Höhen, über die Wanderwege. 11.000 Kilometer, mehr als ein Viertel des Erdumfangs. Wirklich, hier kann man sein Leben lang wandern, schauen und erleben.